Hallo, heute beginne ich das Mittwoch mal mit einem Blick von unserem Balkon aus auf den Buchsbaum, der hier wächst und auf die wunderschöne Kletterrose, die jetzt blüht und die von unten nach oben bis hier auf unseren Balkon wächst mit einem Blick auf die Kiefer, über die ich neulich gepredigt habe. Aber eigentlich möchte ich Ihnen gerne das hier zeigen. Ich bin nämlich gerade dabei, einen Schmetterlingsgarten zu pflanzen. Hier habe ich einen Teil des Beetes schon fertig. Und hier bin ich dabei, ein weiteres Feld vorzubereiten. Ich habe das Saatband begossen mit Wasser. Jetzt kommt da noch ein bisschen Erde drauf und dann muss man es nochmal gießen. Das hier wartet noch darauf, bearbeitet zu werden. Warum mache ich das Ganze? Weil ich finde, dass wir in dieser Zeit die Hoffnung und die Zuversicht nicht verlieren dürfen. Natürlich, es geht uns im Moment nicht gut in dieser Situation. Aber die Hoffnung auf bessere Zeiten, die müssen wir wachhalten. Und dabei hilft uns, finde ich, etwas Schönes zu machen. Für mich ist das ein schönes Projekt. Was uns aber auch hilft, die Zuversicht zu behalten, ist natürlich ein Blick in die Bibel. Die habe ich hier ausgelegt, um Ihnen zu zeigen, dass auch Gott ein Gärtner ist, der Wunderbares wachsen lässt. Da heißt es beim Propheten Jesaja in Kapitel 41, Gott spricht, ich will in der Wüste wachsen lassen Zedern, Akazien, Myrten und Ölbäume. Ich will in der Steppe pflanzen miteinander Zypressen, Buchsbaum und Kiefern, dass man zugleich sehe und erkenne und merke und verstehe, des Herrn Hand hat dies getan und der Heilige Israels hat es geschaffen. Gott ist ein Gärtner. Er pflegt seinen Garten. So wie auch wir das machen müssen mit unseren Pflanzen, mit dem Beet, das ich da gepflanzt habe. Wenn ich das nicht gieße und wenn ich nicht aufpasse, dass es genug Nährstoffe hat, genug Feuchtigkeit, dann werden die Blumen nicht blühen und die Schmetterlinge finden nicht, was sie brauchen, um sich ernähren zu können. Ich muss es pflegen. So müssen wir auch unsere Hoffnung pflegen und unsere Zuversicht pflegen. Hoffnung auf eine bessere Zukunft, auf ein baldiges Ende der Krise, Corona-Krise, in der wir jetzt gerade sind. Was uns dabei helfen kann, ist immer wieder ein Blick in die Bibel. Und da lesen wir dann noch ein weiteres Wort, das ich uns mit auf den Weg geben möchte. Fürchte dich nicht. Ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Dass wir das immer wieder spüren können, dass wir die Bibel immer wieder als Hilfe erleben dürfen, gerade in dieser Zeit, das wünsche ich Ihnen und das wünsche ich natürlich auch mir. Bleiben Sie gesund. Und seien Sie von Gott gesegnet.